Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft mit mir, dem Razor Games. Ja, in der letzten Folge haben wir das Loch weitergraben. Und warum ihr euch jetzt vielleicht fragt, warum ich hier unten bin, das liegt daran, dass ich gerade noch ein Thumbnail gemacht habe für die letzte Folge. Und jetzt nehme ich einfach mal ein bisschen auf und hier ist ein Skelett gestorben. Weil ja hier Sherlock Holmes, also ich, ne, das so anhand dieses Knochens analysieren konnte. So, auf jeden Fall machen wir jetzt mal weiter hier. Mit Abbau der Erde, so wie wir es einmal in der letzten Folge gemacht haben. Mein Kater ist inzwischen draußen. Ne? Man hat mir auch sehr schöne Aufnahme gehört, habe ich dann nochmal nachgeschaut. Ja, ja. Super, ne? Ja, das heißt, wir machen aber weiter. Ich weiß gar nicht so recht, über was ich jetzt genau reden soll. Da ich das gerade mehr oder weniger am Stück jetzt aufnehme. Das heißt, mehr oder weniger, es sind jetzt wieder ein paar Stunden vergangen. Aber jetzt wird meine Aufnahme richtig beginnen. Davor hatte ich noch, brauche ich noch die Folge für den Freitag, also jetzt für heute. Also nehme ich es gerade abends auf nochmal. Deshalb muss ich jetzt nämlich da ein bisschen ranhalten, weil es heute ein bisschen arg knapp wurde. Weil ich da gerade echt ein bisschen Stress ist. Bei mir ist gerade ein bisschen Druck, aber das läuft. Es ist okay. Macht ja auch mega Spaß, muss man jetzt sagen. Und es treibt mich auch irgendwie immer an, wenn man sieht, der Kanal wächst einfach. Ne, so, das wollte ich dir so mal sagen, ich möchte jetzt wieder keine Predigt halten, ich mache es viel zu oft. Jetzt machen wir aber weiter und ich brauche neue Fackeln, also machen wir dann einfach mal gleich. Einmal, weil wir es können und vor allem, weil wir aussortieren müssen. Und so, jetzt esse ich immer eine schöne Karotte. Guck mal, es gibt nur noch zwei, warte, hat er nicht mal zweieinhalb gegeben? Keine Ahnung, egal, machen wir nochmal weiter. So. So, hier rein, ich hoffe mal, mit der Musik passt alles, also... Also ich vorhin geguckt habe, hat alles gestimmt und ich habe eigentlich nichts an Füllbar geändert. Das heißt, es sollte eigentlich alles im Rahmen sein. Das heißt, wir können hier schön durchstarten. In der Samstagsfolge jetzt. Naja, ich muss jetzt bis nächste Woche Freitag aufnehmen. Das sind circa zwei Stunden. Ein bisschen mehr als zwei Stunden. Von neue Spitzhacken, ne? Verdammt. Ne, läuft. Normalerweise nehme ich nie so lange auf, weil ich, keine Ahnung, ich nehme einfach nicht so lange auf immer. Das liegt mir einfach nicht so. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt einfach so. So, Mikrofon ist auch an, okay. Ich habe gerade mal geguckt, weil ich habe ja mal in der Folge 23, oder wann das war, habe ich voll das immer vergessen. Ne, das ist halt, da ist halt so ein bisschen die Angst dann, dass man das wieder vergisst und so weiter. Und jetzt rede ich hier gerade wieder nur Scheiße. Aber seid ihr alle gewohnt. So, machen wir mal weiter am Loch jetzt hier. Wir müssen ja mal die Falle fertig bekommen. Wir haben es letzte Folge an, nee, vorletzte Folge sogar schon angefangen. Mein Gott, ey. Und man kann ja auch runterspringen, so. Jetzt habe ich Fackeln vergessen. Oh, habe ich Kohle, ja, okay. Dann können wir immer ein paar machen. Ich glaube, ich habe sowieso keine Kohle mehr, oder? Aber das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Und warum ihr euch vielleicht fragt, warum ich das Ding 2 hoch mache und nicht 3 hoch, das liegt daran, weil sonst eventuell Endermans spawnen können. Und es liegt auch nicht daran, dass die dann unten in meiner Halle sind und ich dann eventuell mal in dem Lager porten können. Sondern es liegt daran, dass sie dann hier eine ganze Falle umbauen und darauf habe ich einfach keinen Bock. Ne? Muss doch mal so gesagt werden. Ah, schön. Eine Musik hier, du, wir haben ja hier noch drei Level. Ich bin zwar schon mal, aber das war doch, der letzte Tod war auch da, wo ich so dämlich gestorben bin, oder? Nee, warte, der letzte Tod war vorletzter Folge, wo der Reaper mich auf zwei Herzen runter katapultiert hat und ich dann auch vor Dämlichkeit da runtergesprungen bin. Das war der letzte Tod, genau, ich erinnere mich. Ach Gott, ey, das war ja auch wieder so, ne? Super. Naja, gut, man müsste echt mal alle Tode, wobei es lohnt sich noch nicht, aber ich glaube so ab 200 Folgen, also ab der ersten Season dann im Prinzip, weil ab da muss ich eine neue Playlist erstellen, heißt natürlich, dass wir in unserem Haus trotzdem weiterbauen, also verschiedene Season sind nicht unter, wir löschen die Welt und bauen eine neue, sondern verschiedene Season einfach unter die Playlist, Session ist beendet, jetzt besteht einfach eine neue, heißt im Prinzip ist es für euch gar keine Änderung, für mich halt einfach eine neue Playlist. So. Dann müssen wir eigentlich mal alle Tode zusammenfassen, mal generell so nach 200 Folgen. Nach 500 Folgen mal, vielleicht mal als deine Special. Ne? Müssen wir eigentlich mal machen. Lalala.
Steine kloppen ist ganz lustig, so wie es jeder auch so findet wie ich. Denn Steine kloppen erfüllt Leben. Wir haben schon wieder 5 Minuten weg. Alter, wie schnell geht das denn? Mein Gott, ey. Ah. Boah, das Problem, weil es jetzt beim Voraufnehmen ist, denn nicht so, dass die Zeit fehlt. Oder gut, klar, auch ein wenig. Aber, viel mehr, aber es ist mir auch erst heute bewusst geworden, ist meine Festplatte gar nicht auf solche Aufnahmesessions gebaut. Das heißt, eventuell, wobei das würde ich auch merken, aber eventuell ist die Festplatte voll, ehe ich es merke, mein Aufnahme bricht ab. So wie es in der Attack of the B-Team war, allerdings wurde die Folge nie veröffentlicht, weil das Projekt da schon geendet hat. Weil wir hatten zwar noch ein paar Folgen, aber haben gesagt, no, wir machen nicht mehr weiter und lohnt sich dann sowieso nicht, wenn wir das Projekt jetzt beenden. Aber irgendwie war da meine Platte mal voll, weil, warum eigentlich, da war irgendwas drin, was mir richtig viel Speicher gezogen hat. Und deswegen muss ich da mal gucken. Aber gut, dann, ich habe dann in meinem neuen PC 2 Terabyte Platten drin. Oder eine 2 Terabyte. Ja, auf jeden Fall 2 Terabyte. Das ist eigentlich schon ganz geil. Na, dann sollte das auch kein Problem mehr sein. Dann läuft das. So, und bald kommt ja auch, was heißt bald? Im August kommt ja auch SimCity 5. Kam schon raus. Die Sims 4 kommt da raus. Ich glaube ja im August oder im September. Keine Ahnung, korrigiert mich, wenn ich falsch sei. Bin falsch, wie auch immer. Und natürlich auch ein Let's Play davon geben dann. Das Problem ist aber auch, was ich jetzt so gemerkt habe die letzten Tage in Anführungsstrichen, ist, ich suche mir zu viel Endlos-Projekte aus, um es mal so zu benennen. Minecraft, SimCity, dann Sims 4. Ich brauche mal wieder ein orientiertes Projekt, wo ich mal wieder durchwasche, weil meiner Meinung nach ist der Aufbau eines Kanals so entscheidend, dass du auch eine Vielfalt hast. Das heißt, nicht Mafia 2, Watch Dogs, GTA, weil es nämlich alles vom Genre Open World. Sondern lieber mal Mafia 2, Call of Duty, keine Ahnung, Minecraft. Heißt immer so von jedem Genre eins, vielleicht auch ein Rennspiel, daher klatschen dort 3. Weißt du, was auch wichtig ist, glaube ich, einmal die Folgen von einem Spiel raushauen, was ganz neu ist. Das wird sich dann bei Watch Dogs zum ersten Mal bei mir zeigen, weil ich da vorher Spiele hatte, die vor 1000 Jahren rausgekommen sind. Ich meine, Spec Ops The Line ist nicht neu, Morphe 2 ist nicht neu, Minecraft sowieso nicht. Roller Coaster ist ja schon Scheinzeit. Das wird sich dann bei Watch Dogs zeigen, wie gut das bei euch ankommt. Ich hoffe mal sehr gut. Ne? Und einer hat mich auch gefragt, ob ich vorhabe, ein großer YouTuber zu werden. Und die Antwort darauf ist eigentlich schon ja. Allerdings steht bei mir der Erfolg nicht so an erster Stelle, sondern eher einmal der Spaß. Deswegen ist es mir auch eigentlich egal, wenn mein Video 0 oder 1 oder 2 Aufrufe bekommt, anstatt 10. Klar, es ist zwar dann schon ein bisschen scheiße für mich. Aber ich denke mir natürlich so, die gucken mich nicht, kann das für euch auf. Weil so einer bin ich einfach nicht. Ich bin einfach einer, wenn ich mir ein Ziel setze, mein Ziel ist einfach gerade so um die 1000 Abonnenten zu erreichen fürs Erste. Oder erstmal 200 Abonnenten, aber es tut jetzt nicht so, das ist mein großes Etappenziel jetzt. Es sind so 1000 Abonnenten, an dem Ziel halte ich mich fest, egal was da kommt, ob das Video nicht gern geguckt wird, ob es gern geguckt wird. Ne? Und mit Watch Dogs muss ich mal gucken, wie gut das bei euch ankommt. Aber kommt ja erst in einem Monat raus. Das heißt, noch ein bisschen Zeit muss ich da mit meinen alten Spielen durchreiern. Ich überlege auch schon, was ich sonst mal zocken. Mafia 2 kam bei euch eigentlich ganz gut an. Und da war ich auch noch, weißt du, da war ich noch gar kein bekannter Let's Player. Da hatte ich, gut, ich bin auch kein bekannter Let's Player. Aber da war ich noch kein, hatte ich noch nicht mal 100 Abonnenten. Weißt du, und da hatte ich, glaube ich, 11 oder sowas, keine Ahnung. Und kam trotzdem bei euch extrem gut an, also 43 Aufrufe waren es, glaube ich, dann eins hat, glaube ich, sogar über 100 Part, ich bin mir aber nicht sicher welcher, ich weiß nicht, ob das überhaupt einer von Mafia 2 war, vielleicht war es auch der Minecraft Part der erste, hatte die Special Folge auch extrem viel Aufrufe bekommen, voll krass eigentlich, ne, mit extrem viel Aufrufen meine ich jetzt nicht so, keine Ahnung, 20 mehr, ne, das hat jetzt, glaube ich, inzwischen 70 oder sowas. Also das haben die Minecraft-Folgen immer so um die 10 nach einem Tag. Das heißt, Special-Folgen sind bei euch schon sehr beliebt. Das verrät es euch so ein bisschen, ne? Auf was es so steht. Und dann kann ich darüber planen. Oh, wir haben schon nächste Nacht, egal.
Wobei, nee, nicht egal. Ich hab gemerkt, dass hier ein Creeper reinkommt. Leg ich lieber pen. Lila. Lieber pen. Aha. Es wurde also gerade Nacht. Lol. Achso. Ah, es regnet in Anführungsstrichen. Alter. Wow, Alter, Alter. Alter. Tschüss. Alter. Also das sind die Monster in der Nähe, ne? Es sind Monster in der Nähe. Die kommen hier doch gar nicht rein. Boah, der verrückte Nachbar ja schon wieder, ne? Alter. Das bringt nichts, ne? Alter, ohne Spaß muss ich mehr. Warte mal, Alter. Ah. Boah, Alter, ich eben mal. Okay, oder auch nicht. Alter, wie viel. Alter, du kannst dich nicht mal. Oh mein Gott. Alter, ey, mein Gott, ey. Ogre, Knochen und Pfeile. Nehme ich immer gerne. So, jetzt bist aber keine Monsters. Monsters nie bei sein, oder? 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 Ja. Läuft. Nein. So. So, verbrennt einfach alle. Sind nämlich alle sehr böse. Ich bin Skelett, ich bin im Wasser. Ich cheate. Ich verarsche, sind mir jetzt so Monster-Sammelschelle geworden. Alter, gleich zwei Creeper. Nein, nein, nein. Alter. Nein, 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 nein. Scheiße. Ich muss was essen, ne? Fällt mir so gerade ein. So. Jetzt machen wir einmal mal die Erde rein oder auch nicht. Verdammt, scheiße. Eben Pflasterstein, ne? Egal. Hauptsache irgendwas. Komm, kann hier runter. Oh mein Gott, ein Geheimgang. Guck mal, hier oben kann man eigentlich so eine Art Marktplatz machen, fällt mir so gerade ein, wenn ich den Kapistone sehe. Keine Ahnung, egal. So, hier unten sind schon auch ganz viele Monsters, nachdem ich hier weggegangen bin. Ja, okay, ein Creeper. Hey, ist aber bitte nicht hoch, ne? Okay, danke. Sehr sozial von Ihnen, Herr Creeper. Herr versicherten Angestellter. Und es kann jetzt auch sein, dass in den nächsten Folgen keine Vorszene kommen, sag ich jetzt mal. Also das, wo eine Szene vor dem Video kommt, dass ihr seht, was wie dämlich ich bin. Da mir dazu vielleicht immer eine Zeit fehlt, das alles dann so anzugucken, rauszuschneiden. Muss ich mal gucken. Also wenn ich da die Zeit habe, dann werde ich es auch nur weiterhin machen, aber ich denke mal eher nicht. Ich denke mal, es wird einfach Intro kommen, dann die Verabschiedung halt noch am Schluss, halt dieses Outro im Prinzip. Da wollte ich auch mal was anderes machen, ne? Aber gut, verrate ich jetzt mal nicht allzu viel. Ne? Also kann sein, dass es hier nicht mehr kommen. Und bei manchen Videos kommen die auch einfach nicht, weil ich einfach manchmal einfach keine finde, die ich reinpacken kann. So. Und wann ich dann das Jimmy's Vendetta hochlade, was ich jetzt schon seit der Zeit aufnehme. Und hab, muss ich auch mal gucken. Ich muss sollte das auf jeden Fall bald machen, wegen der Festplatte, ne? Wobei das halt auch noch nicht allzu lang geht. Ich glaube, ich habe jetzt 5 Folgen schon. Also das heißt schon, ne, ist nicht allzu viel, aber ich habe jetzt auch die letzten Zahlen nicht gezockt, weil ich, wie gesagt, immer voraufnehmen von dem Yamat und sowas, weil ich da ein bisschen, ne? Im Rendern und so, egal. Auf jeden Fall. Er hatte nach 5 Folgen, glaube ich, schon 35% oder was es war. Das heißt, es wird circa 15 Folgen lang gehen. Das hätte man der Platte, denke ich, noch aus. So. Warum das mit meinem PC regt mich immer noch so übel auf, weil einfach die Qualität so übelst drunter leidet, ne? Ich müsste eigentlich mal so Eierkartons kaufen, die da einfach davor kleben. Aber habe ich halt Angst, dass die Lüftung ausfällt. Das wäre vielleicht mal gar nicht mehr so schlimm.
So. So, 5 Minuten haben wir noch, weil ich muss die Folge jetzt auch echt pünktlich beenden. Habe ich auch schon in der letzten Folge angesprochen. Ne, ihr wisst alle warum. Bing vor aufnehmen und so. So, ich habe irgendwie gefühlt, dass hier Monster ist. Hallo. Monster. Nee. Es antwortet nicht. Alter, ich habe aufgenommen, dass es noch hell war und es ist schon wieder fast dunkel, ey. Ich bin eine Sonne, ich gehe schnell unter. Und ich werde jetzt auch in der Woche nichts beantworten. Voraussichtlich, vielleicht mal ein oder andere Frage. Da YouTube auf dem Handy irgendwie nicht so wirklich für Kanalinhaber gemacht ist. Sagen wir mal, weil du da einfach keine deine Nachrichten nicht sehen kannst. Du kannst nur das E-Mail-Programm deiner Nachrichten einsehen. Das finde ich ein bisschen dämlich. Deshalb muss ich mal gucken, ob ich dazu die Zeit finde. Da ich in London ja auch noch was anderes zu tun habe, als Nachrichten zu lesen. Ne, also seid nicht erbost, wenn ich mal nicht zurückschreibe. Es kommt dann sicherlich. Irgendwann. Also dann spätestens am Samstag. Mal gucken, ob ich am Freitag dann noch dann die Lust dazu habe, irgendwas noch zu machen. Oder ob ich dann einfach ins Bett gehe und mich hinlege. Ey, wir sind schon viel zu weit, ne? Verdammt. Ja, wobei so arg viel zu weit sind wir auch nicht. Bis hierhin. Ja, wobei doch, schon scheiße. Egal. Ja, ich mache das hier extra wieder zum Teil. Könnt ihr jetzt sagen, lass doch auf, mach doch nix. Aber ich möchte das so, wie es ist, 30 auf 30 und nicht 30 auf 32. Ihr müsst mich da auch verstehen. So. Das hier muss noch weg, ne? Ja. Der ganze Haufen, der muss weg. Warte mal, ich mache einmal gleich bei der Gelegenheit hier. Wobei, nee, da brauche ich erstmal. Warte mal, ich schmeiße mal eben was weg. Und zwar. Ja, Sand. Braucht keiner. Wir haben sowieso genug hier vor der Tür. Ich bin auch sogar noch nicht in die Wüste gelaufen, oder? Hierher. Das weiß ich gar nicht mehr, war so lange her. Hm. Schwierige Frage. Auf eine schwierige Antwort. Ne, warte, andersrum. Scheiße. Jetzt habe ich keine... Ah, doch, habe ich doch noch. Ich voll deep. Ja, das war auch ganz früh dabei, ne? Und ich würde sagen, ich mache jetzt schon Schluss, da ich, wie gesagt, mit dem Voraufnehmen und sage, ach komm, ich erzähle einfach gar nichts mehr, ne? Ich muss die Folge auf jeden Fall jetzt echt kürzer machen und wenn es nur 2 Minuten sind, das rentiert sich später zu einer fast einer ganzen Folge für mich. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und werde einfach sagen, sehen wir uns in einer weiteren Folge von Minecraft. Tschüss! Danke, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeguckt hast, das freut mich sehr. Was mich aber noch mehr freuen würde, ist, wenn du mich abonnieren würdest oder mir einfach eine Bewertung da lassen würdest. Ganz einfach mit Daumen nach oben oder nach unten. Auch kannst du mir einen Kommentar zu dem Video schreiben, egal ob Tipp, Kritik oder sonst irgendwas. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einem meiner weiteren Videos. Tschüss.